wenn Sie wirklich mal jemanden haben, der mit Ihnen ein ganz sensibles Gespräch führen will, dann gehen Sie halt in den Tiergarten. Es ist Mitte Dezember 2015. Der NSA-Untersuchungsausschuss kommt für dieses Jahr zur letzten Sitzung zusammen. Seit über anderthalb Jahren verhören Abgeordnete Zeugen zum NSA-Skandal in öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen. Ton- und Videoaufnahmen sind nicht gestattet. Der Ausschuss soll herausfinden, inwieweit ausländische Geheimdienste Bürger, Unternehmen und Institutionen in Deutschland ausspioniert haben. 8 Abgeordnete des Bundestages sind mit der Untersuchung beauftragt. Die Große Koalition stellt 6 von ihnen. 4 gehören der CDU an, 2 der SPD. Die Grünen und die Linke, also die Opposition, stellen nur jeweils einen Abgeordneten. Die Opposition ist also in einer klaren Minderheit. Da ist es um die Einigkeit nicht immer gut bestellt. Wir klären gemeinsam auf, aber ich muss nur sagen, für meine Person und für meine Fraktion steht natürlich die Sachaufklärung im Vordergrund und keine Skandalisierung. Und ich bedauere einfach ein Stück, dass das eben in diesem Untersuchungsausschuss nicht so optimal, nicht so kooperativ läuft, weil es ja wirklich ein Fakt ist, sowohl NSU als auch hier NSA, wo ein breiter gesellschaftlicher Konsens eigentlich da ist, das aufzuklären. Und hier gibt es schon 2 unterschiedliche Herangehensweisen. Die Opposition, die eben ja sehr entschieden auch die Rolle der deutschen Dienste beleuchten möchte und nicht alleine nur die Abhörpraxis der NSA oder des GCHQ in Deutschland. Und die Regierungsfraktion, die natürlich dort, wo es um eigene, auch möglicherweise Parteikollegen geht. Es geht ja auch um ehemalige Minister, Staatssekretäre, die das eine oder andere Parteibuch hatten. Natürlich versuchen auch zu mauern, weil man natürlich auch nicht möchte, aus deren Sicht, dass zum Beispiel man in den Bereich kommt, wo man darüber reden müsse, dass das eine oder andere sogar strafbar war, was dort gemacht wurde. Durch diesen Konflikt gestalten sich die Sitzungen nicht immer einfach. Bis dato gab es 80 Sitzungen. Für sie wurden bisher etwa 2300 Akten beantragt. Laut Abgeordneten beinhalten diese zwischen 400.000 bis 600.000 Seiten und auf denen gibt es etwa 3 Millionen Schwärzungen. Außerdem sind 520 Ordner eingestuft. Das heißt, sie unterliegen einer Geheimhaltungsstufe. Also die Einstufung ist natürlich eine krasse sozusagen Erschwerung unserer Arbeit. Das fängt mit so trivialen Dingen an, dass wir die Akten, die wir bekommen, nur in gesondert gesicherten Räumen, in besonders gesicherten Tresoren lagern dürfen und einen Großteil der Akten in die Geheimschutzstelle bekommen. Die haben Öffnungszeiten wie eine öffentliche Bibliothek. Und dann fehlen uns ganz, ganz viele Akten, die einfach entnommen sind, also die aus den Akten herausgenommen worden sind. Das sind Leerblätter und dann steht hier fehlen die Seiten 52 bis 124, ja, die sind einfach weg. Und dann gibt es halt auf den, ja, wenn das 600.000 Seiten sind, würde ich sagen, durchschnittlich auf jeder Seite 4 bis 5 Schwärzungen, macht irgendwie 3 Millionen Schwärzungen. Ja, und also das ist wirklich im Hinblick auf Aktenklarheit und Überprüfbarkeit der Dinge, die passiert sind, ist das ein Problem. Und wir sind vor allen Dingen sehr, sehr skeptisch, weil diejenigen, die diese Schwärzungen vornehmen, sind nicht irgendwie ein unabhängiges Gericht oder irgendeine neutrale Instanz oder die Mitarbeiter von Herrn Lammert oder so, sondern das sind halt die BND-Mitarbeiter, die wir befragen und die nehmen diese Schwärzungen vor und das wirft dann doch an der einen oder anderen Kurve Fragen auf, ob hier vielleicht etwas geschwärzt wurde, was maximal peinlich ist oder was tatsächlich auch einfach ein Problem ist und was gar nicht dann so viel mit ND-Methodik oder irgendwie was zu tun hat, was dann da angeführt wird. Das Hauptproblem liegt, ich sage mal, zum einen in der Aktenfülle. Es liegt zum anderen darin, dass Geheimdienstakten Akten sehr spezifischer Natur sind. Also da liest man sehr oft einfach nicht nur eine Seite so runter. Man muss sich vorstellen, dass einzelne Mitarbeiter oft ihre Legenden, also ihren Tarnnamen, jährlich wechseln. In den Akten stehen nicht die vollen Tarnnamen, sondern nur die Initialen.
Das heißt, wenn der BND-Mitarbeiter in Wirklichkeit Emil Mustermann heißt und sein Tarnname Felix Bauer ist, steht in den Akten nur das Kürzel seines Tarnnamens, also F.B. Die Befragungen selbst wirken dann für Außenstehende oft kurios. Herr B., können Sie sich daran erinnern, wie AK Ihnen den Auftrag von RU weitergegeben hat? Eigentlich ist es ziemlich schwierig, weil diese Schwärzungen in den Dokumenten es manchmal dann doch unmöglich macht, den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Nein, also wir arbeiten ja in der Geheimschutzstelle. Das heißt ja nicht, dass eine Akte geheim ist, es geschwärzt ist, sondern es ist dann geschwärzt, wenn es nicht zum Untersuchungsgegenstand gehört. Das ist also auch völlig normal und legitim. Das kenne ich auch aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, wenn es um V-Leute geht, um V-Mann-Führer oder ähnliches. Und genauso verhält es sich hier. Also es ist eine ganz normale Aktenarbeit und natürlich, wenn etwas geschwärzt ist, hinterfragen wir auch oftmals, ist es notwendig, müssen wir das nicht auch sehen, aber man kann das an sich alles sehr gut erschließen. In den letzten 19 Monaten kamen brisante Details in den Befragungen ans Tageslicht. Ausländische Geheimdienste hörten nicht nur Kommunikationen in Deutschland ab und sammelten Metadaten. Der BND soll ihnen auch noch dabei geholfen haben. Stichwort Selektorenliste. Was der BND macht, soll eigentlich das Parlamentarische Kontrollgremium, kurz PKGR, und die G10-Kommission kontrollieren. Die wussten allerdings von diesen Absprachen mit der NSA nach eigenen Angaben nichts. Also das kann man sehr kurz sagen, die parlamentarische Kontrolle hat nicht funktioniert in dem Bereich, den wir aufarbeiten. Bei uns kann man das wirklich festmachen, am PKGR und an der G10-Kommission, die eben strukturiert hintergangen wurden und belogen wurden und so. Und da hat es ganz krasse Versäumnisse gegeben. Hinzu kommt, wir haben einen unglaublichen Personalwechsel, beispielsweise zwischen BND und Bundeskanzleramt zu verzeichnen. Da wechseln Leute im Zweijahresrhythmus hin und her. Da stelle ich mir dann die Frage, inwieweit sie überhaupt ihre alten Loyalitäten jeweils ablegen können. Also wenn ich sozusagen erst Teil des zu beaufsichtigenden Gremiums bin oder der zu beaufsichtigenden Institution bin und dann wechsle ich aber in die Aufsichtsbehörde und vielleicht nochmal hin und her und zurück, dann haben wir da ganz schwierige personelle Verpflichtungen. Also insofern stelle ich die Frage, ob man da nicht sozusagen tatsächlich mal drüber nachdenken muss, das Ganze vom Kanzleramt wegzubringen. Ja, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, die Abgeordnetenkollegen und Kolleginnen haben schlecht gearbeitet, sondern es ist systematisch verhindert worden, dass die Kontrolle funktionieren konnte. Es liegt auch nicht an den Regularien und den Befugnissen der Kommission, sondern daran, dass der Geheimdienst dafür gesorgt hat, dass die entsprechenden Kommissionen nicht die entscheidenden Informationen bekommen haben. Gutes Beispiel G10-Kommission. Die G10-Kommission wusste nicht, dass sie Anordnungen befürworten soll, wo es nicht um einzelne Personen geht, die überwacht werden sollen, also mögliche Terroristen zum Beispiel, sondern wo es darum geht, dass man diese Anordnung nur benutzt hat als Türöffner, um zum Beispiel an Auslandsverkehre zu kommen, und zwar massenhaft von auch europäischen Bürgern und Bürgerinnen quer durch Europa. Fast alle sind sich einig. Die parlamentarische Kontrolle hat versagt. Nur die CDU wartet mit ihrer Kritik noch ab. Ich bin nicht Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums, von daher vermag ich nicht zu sagen, wie wird man dort informiert, auch in der G10-Kommission, wie die Kontrolle dort stattfindet. Fakt ist aber, auch wenn man das in Zeugenvernehmungen jetzt entnehmen kann, dass es sinnvoll ist, das auszubauen, dass sich der ein oder andere Parlamentarier nicht ausreichend informiert gefühlt hat. Nun kann das daran liegen, dass man nicht nachgefragt hat, nun kann das daran liegen, dass man nicht umfänglich unterrichtet worden ist. Aber wir haben noch keinen Abschlussbericht, aber es zeichnet sich ja ein Stück ab, dass man sagt, man möchte diese parlamentarische Kontrolle gerne ausbauen. Reformvorstellungen für den BND gibt es bereits, ganz fest stehen sie aber noch nicht. Der Reformkatalog soll bis zum kommenden Sommer ausgearbeitet sein. Naja, spezifisch in Deutschland würde ich sagen, haben wir doch massive Mängel in der Geheimdienstkontrolle. Das beginnt bei der eigentlichen Aufsichtsbehörde. Also man muss ja doch nach allem, was wir jetzt wissen, offen die Frage stellen, ist das Bundeskanzleramt sozusagen als Spitze der Regierungsexekutive überhaupt die geeignete Aufsichtsbehörde?
Wenn man sich vorstellt, dass bei der politischen Spitze ja doch so ein bisschen der Eindruck manchmal existiert, alles, was bei Geheimdiensten Probleme macht, das kann mir, wenn ich es weiß, später mal irgendwie auf die Füße fallen, dann existiert so ein Klima, alles, was ich nicht weiß, ist besser. Und wenn sozusagen diese Haltung sich auch bei den eigentlichen Geheimdiensten verbreitet, dann wird es gefährlich, dann wird es schwierig. Und ich glaube, wir müssen einen Wechsel hinbekommen von einer reaktiven parlamentarischen Kontrolle hin zu einer proaktiven, strukturellen parlamentarischen Kontrolle. Ich sage mal, Prinzip Bundesrechnungshof, kann ich mir da vorstellen. Man definiert am Anfang eines Jahres sein Untersuchungsprogramm, sagt, wir gucken uns die Abteilung 3 im BND an. Da gehen wir dann aber auch proaktiv rein, drehen jeden Stein um, der da ist, ziehen uns Akten, reden mit Mitarbeitern, lassen uns Software vorführen. Und wenn das gewährleistet wäre, wüsste jeder BND-Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter im Verfassungsschutz, er kann morgen sozusagen dran sein mit dem, was er da tut. Voraussichtlich noch bis Ende der Legislaturperiode im Mai 2017 kommen die Abgeordneten jeden zweiten Donnerstag im Untersuchungsausschuss zusammen. Was dann mit BND, NSA und dem Datenschutz in Deutschland passiert? Martina Renner blickt da eher pessimistisch in die Zukunft. Aus der Erfahrung zum Beispiel jetzt aus anderen Geheimdienstskandalen wissen wir, dass es eigentlich immer einen anderen Weg nimmt. Es wird etwas als rechtswidrig oder auch gefährlich für die Demokratie und den Rechtsstaat festgestellt. Zum Beispiel das V-Mann-Unwesen im Bundesamt für Verfassungsschutz, dass man dort Kriminelle geführt hat, zu Straftaten animiert hat und eben auch geschützt hat vor der Polizei und der Justiz. Und dann geht man hin und ändert das Gesetz dahingehend, dass es in Zukunft erlaubt ist. Das heißt, man legalisiert das, was vorher als nicht nur gefährlich, sondern auch als rechtswidrig und möglicherweise auch nicht verfassungskonform festgestellt wurde. Und das könnte beim BND eben auch passieren, dass man hingeht, okay, wir erkennen jetzt, er ist ohne Rechtsgrundlage im Ausland an die Kabel gegangen, an den Satellit gegangen, er erfasst tatsächlich ohne Anlass und massenhaft, also schreiben wir es ins Gesetz rein. Also geben wir in Zukunft die Befugnis und am besten auch noch für die sozialen Netzwerke und alles, was es da auch noch gibt, irgendwie soll er alles auch noch kriegen und machen dürfen, was er will, genauso wie die NSA. Wenn das der Weg einer Reform ist, ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja? Aber die Gefahr ist relativ groß, wenn man sich das mal anguckt. Eigentlich sind fast immer die Geheimdienste in Deutschland aus den Skandalen gestärkt und nicht geschwächt hervorgegangen. Und das droht eben auch jetzt bei der Causa BND. Also Protokollierung ist ganz, ganz wichtig für Untersuchungsausschüsse und ich finde das total wichtig. Nicht alle haben die Möglichkeit, auf die Besucherinnen-Tribüne zu kommen, wollen aber gucken, was der Untersuchungsausschuss macht. Es gibt ein hohes Interesse, nicht nur in der Netzcommunity, und darüber gibt es einfach sowas wie Gegenöffentlichkeit. Das ist toll, das ist total wichtig und wenn das auch bis zum Ende so durchgehalten werden kann, dann hohen Respekt, weil das ist natürlich viel Arbeit. Aber insofern, glaube ich, ist das ein sehr, sehr wertvoller Dienst und es ist ein großer Beitrag dazu, dass die Arbeit und die Ergebnisse unseres Ausschusses öffentlich werden, weil sich unser Koalitionspartner, die Union, ja leider immer noch sehr schwer damit tut, auch öffentliche Sitzungen und Anhörungen des Deutschen Bundestages generell, nicht nur im Untersuchungsausschuss, über Videostreaming zugänglich zu machen. Da ist die CDU-CSU leider noch ein bisschen im 20. Jahrhundert verankert. Ich glaube, da sollte man viel offensiver mit umgehen. Wir haben in öffentlichen Sitzungen nichts zu verheimlichen und zu verbergen. Das gehört ins Netz gestellt und solange aber die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind, ist Netzpolitik.org da ein ganz wesentlicher Kanal. Für die öffentliche Transparenz sicherlich eine ganz tolle Sache und gut. Für die Aufklärungsarbeit eben dieses Spannungsfeld, was jetzt neu entsteht, dass sich Zeugen eben mit Hilfe dieses Blogs auf ihre Aussagen vorbereiten, ihre Aussagen unter Umständen anpassen. Also es ist maximal kurios, finde ich, wie der Bundesnachrichtendienst sozusagen die Arbeit von Netzpolitik verfolgt. Und da würden mich einfach mal Zahlen, so Breitbandzahlen aus Pullach interessieren während der Sitzung. Ich glaube, dass die da Marmorkuchen backen, ja, und dann zu großen Kaffeepartys zusammensitzen und das live mitlesen und sagen,
der DB, der Hund, hat es ihnen wieder gezeigt und so, ja, so, und da in großen Trauben vor dem Computer sitzen und das eben live verfolgen.